Herr Eels, der CIO der Mayo Clinic in den USA, hat vor einem Jahr gesagt, ich habe jetzt Feier, ich brauche kein IHE mehr. Wie sehen Sie das? Dieser Ausspruch ist sehr durch die Presse gegangen und wir haben uns am Anfang sehr darüber amüsiert, aber wir haben dadurch natürlich auch festgestellt, wie viel Wissen auch gerade bei CIOs von Kliniken weltweit noch fehlt. Denn diese Aussage wäre vergleichbar, als wenn man jetzt sagen würde zum Thema Automobilindustrie, ich brauche keine Autos mehr, ich habe jetzt Strom. FHIR und IHE bilden eine Symbiose. Denn wer sich mit dem FHIR-Standard beschäftigt, der merkt sehr schnell, dass ein Prinzip dieses Standards ist, nicht 100% alles zu definieren. Und das ist auch gut so, denn der FHIR-Standard muss einige Dinge offen lassen, weil die nur in Use Cases geklärt werden können. Und IHE überbrückt genau dieses Problem. IHE hat inzwischen über 7 Profile entwickelt, in denen FHIR als technischer Standard genutzt wird. Aber IHE-Profile, wie man das kennt, definieren erstmal einen Use Case und sagen, warum mache ich das denn hier überhaupt? Und dann kann ich auch sehr klar sagen, da kann ich FHIR dafür verwenden, aber bitte in der und der Ausprägung, damit dieser Use Case auch erfüllt wird. Wir haben dadurch also Profile geschaffen, mit denen ich von Mobilfunkgeräten in wunderbarer Geschwindigkeit auf meine Patientendaten schauen kann, als Patient oder als Arzt, indem ich FHIR verwende. Hintendran definiert ein IHE-Profil, wie diese FHIR-Resources in meiner Umgebung, die IHE-konform sein kann oder auch nicht, entsprechend abgebildet werden. Insofern, aus unserer IHE-Sicht, sind FHIR und IHE erstens überhaupt keine Gegensätze, sondern ganz im Gegenteil, es sind Kombinationen. Das eine ist ein technischer Standard und das andere sind Profile, die die Nutzung von technischen Standards beschreiben.